Was kann Lockhart denn jetzt von uns wollen? Ich meine, ich weiß, dass er zu Beginn von Band 2 einen Auftritt hat, aber das ist doch jetzt noch nicht an der Zeit. Wobei, wir haben schon das Auto fit gemacht. Und doch, stimmt, wenn er natürlich hier den Auftritt hat, die Signierstunde, kann er natürlich wollen, dass ich vorher alles für ihn blitzeblank putze. Aber wir sind ja eigentlich gar nicht befreundet. Warum sollte er da ausgerechnet mich fragen? Lockharts Forderungen? Ich schaue einfach mal nach. Was ist der gute Gilderoy? Immerhin sind wir ja bei Ravenclaw. Von mir will. Balu? Oder sind nicht? Oh nein, Villanelle. Will, dass ich hier den Laden verbreite. Cody, ich brauche deine Hilfe. Unter Umständen habe ich bei Flourish & Plots bald einen sehr berühmten Schriftsteller zu Besuch. Wer könnte das nur sein? Gilderoy Lockhart. Oh, ich durfte den unvergleichlichen Lockhart bereits kennenlernen. Allerdings hat er zahlreiche Forderungen gestellt, bevor er seinen Besuch endgültig zustimmen will. Und langsam gehe ich schon auf dem Zahnfleisch, weil es so vieles gibt, dass ich ihm recht machen muss. Keine Sorge, Madame Villanelle, ich kann Sie bei Ihren Vorbereitungen natürlich gerne unterstützen. Was können wir denn machen? Wir können Lockharts Artikel sammeln, mehr Aufmerksamkeit schaffen. Sehen wir doch mal nach Lockhart, Tropfen in den Kessel. Wenn wir arbeiten, gönnt er sich doch wahrscheinlich ein Bierchen. Und seinen Wunsch erfüllen, zerbrechen den Same am Brunnen natürlich. Und auf, dann auf Faninteressen abzählen, was will denn der alles von uns? Reichen 69 Energiepunkte für 3 Sterne? Ich glaube ja nicht. Ja, wir sammeln Lockharts Artikel im Tagespropheten. Und wenn die Sterne nicht reichen, sammle ich nur 2 Sterne und mache den dritten halt im Off. Gilderoy Lockhart findet immer einen Weg in die Schlagzeilen. Ja, ich weiß. Die meisten Lockhart-Artikel sind eindeutig dem Boulevardjournalismus zuzurechnen. Eine Buchbesprechung von Tanz mit einer Todesfee. Dies ist ein Artikel über die ziemlich zahlreichen Selbstporträts von Gilderoy Lockhart. Danke, dass Sie Ihren Zeitungsstand immer so ordentlich halten. Nachrichten verkaufen sich deutlich besser, wenn sie einen Artikel über Lockhart enthalten. Habe ich schon genügend neues Wissen aufgesogen? Vielleicht lese ich lieber noch ein bisschen mehr, nur für den Fall. In diesem Interview erzählt Lockhart irgendwas, darüber da habe ich einen Stern bekommen, den nehme ich mir dann natürlich gerne. Du siehst schlau aus, vielleicht kannst du mir diese Frage beantworten. Welches Produkt möchte Gilderoy Lockhart vermarkten? Haarpflegeprodukte? Ja, da habe ich aber Glück gehabt. Die kritischen Lockhart-Artikel sind normalerweise in den hinteren Seiten vergraben. Wenn es nach Lockhart ginge, würde er wohl auf jeden Tag auf einer Titelseite stehen. Lockhart muss ein starkes Ego haben, wenn er seinen Namen so oft in der Zeitung sehen will. Hier steht wirklich in jeder Zeitung auch mindestens ein Artikel über Lockhart drin. Madame Villanelle verlässt sich darauf, dass ich Lockharts Forderungen erfülle. Ich brauche eine Kopie von jedem Artikel, der jemals über Gilderoy Lockhart erschienen ist. Du scheinst so eine Art Ratgeberkolumne zu sein. Naja, ich hol mir hier mal das. Fliegt dieser Zettel etwa auf mich zu? Nee, oder? Fliegt da was auf mich zu? Ah! Gut, dass ich ausgewichen bin. Gerade noch rechtzeitig. Ja, und dann meinte ich das in Zukunft. Ich habe ja bislang eh immer den Trennstand im Speed gemacht. Dann setze ich den Cut einfach schon hier. Und jetzt wollen wir mal für mehr Aufmerksamkeit sorgen für den armen Gilderoy, der ja so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es wird Zeit, die Einladungen für Lockharts Signierstunde zu verschicken. Es sollte auch eine zu den Weasleys geschickt werden. Bei so vielen Aufträgen wirst du ganz besonders viel Energie brauchen. Du hast echt keinen leichten Job. Danke, dass man sich stets auf dich verlassen kann. Was ist eigentlich das zulässige Maximum an Briefumschlägen pro Eulenpost? Vienna Lenn kann aus diesem Lockhart-Auftritt sicher so einiges an Kapital schlagen. Madame Villanelle möchte, dass ihr Buchladen förmlich aus allen Nähten platzt. Ich frage mich, ob ich bei dieser Signierstunde auch irgendwelche Bekannten treffen werde. Langsam entwickelt sich diese Sache zu irgendetwas, aber ich weiß nicht zu was. Ja, für wen ist dieser Brief eigentlich nochmal? Ach ja, richtig. Nee, doch nicht. Ich hab's nicht. Ich weiß nicht, für wen der ist. Ja. Lass mich da in Ruhe. Aber weiter.
Lionel hat zu dieser Veranstaltung bereits jede Menge an Menschen eingeladen. Vielleicht schicke ich gleich auch Hagrid einen Brief, wenn ich schon mal dabei bin. Bei so vielen Aufträgen wirst du ganz besonders viel Energie brauchen. Du hast echt keinen leichten Job. Was ist eigentlich das zulässige Maximum? Vielleicht kann Lionel kann aus dem Lockhart-Auftritt sicher so einiges an Kapital schlagen. Und ich schicke auch einen Hagrid einen Brief, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, danke schön. Für all die harte Arbeit hast du dir eine Belohnung verdient. Ich hoffe, diesmal kriege ich es besser hin. Na, immerhin, das kriege ich hin. So, bitteschön, streichle, streichle, streichle. Ja, schön. Wie geht es eigentlich Lockhart bei der ganzen Sache? Ich schau mal im tropfenden Kessel nach. Gilderoy Lockhart ist hier. Aber lass ihn bloß zufrieden. Ich brauche diesen Kunden. Ja, dann? Wo ist er? Hinter mir? Okay, ich lasse ihn dann halt mal zufrieden. Ich glaube, ich habe genug gehört. Hoffentlich belauscht uns niemand. Wer hätte gedacht, dass man hier mehr interessante Informationen bekommt als in der Nocturngasse? Lockhart spricht wie jemand, der davon ausgeht, dass ihm alle an den Lippen hängen. Ich hatte deutlich gemacht, dass ich nur dann mein Gesicht im Flaschenplatz zeigen würde, wenn meine Forderungen auch wirklich alle erfüllt worden sind. Ich werde ein Geheimnis verraten, aber das muss unter uns bleiben. Ja, was denn für eins? Ich muss hören, was Lockhart sagt. Ich belausche ihn einfach mal ein bisschen, ja? 3, 2, 1, go, go, go. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Sehr schön, danke. Das ist Gilderoy Lockhart, ich würde ihn ja gerne begrüßen gehen, aber ich bin einfach zu aufgeregt dafür. Wenn auch nur eine meiner Forderungen offen bleibt, werde ich einen schnellen Abgang machen. Ich habe schon so viele Geheimnisse gehört, dass ich nicht weiß, ob ich sie mir alle merken kann. Das sieht dubios und gleichzeitig köstlich aus. Wenn ich meine eigene Fanpost persönlich lesen müsste, könnte ich wohl auch kein neues Buch mehr schreiben. Was habe ich eigentlich letztes Mal bestellt? Wisst ihr das noch? Ich hätte nur Schurkefrösche, die auch meine Bildkarte beherbergen. Und da gibt's eine ganze Menge Schotter. Dankeschön. Lockhart scheint etwas Wichtiges zu sagen, das sollte ich mir aufschreiben. Kriege ich das hin? Ja, ich hab's hingekriegt. Lockharts Wunsch erfüllen, dann gehe ich doch jetzt bestimmt ins Zaubereiministerium an den Brunnen und schmeiß eine Münze rein. Mal schauen. Ja, Zaubereiministerium. Lockharts Wunsch erfüllen. Einmal bitte. Und da sind wir ja schon am Brunnen. Penny ist sogar dabei. Was machst du denn hier? Lockhart hat von Madame Villanelle verlangt, sie solle sich wünschen, dass alles Böse besiegt werde. Wird denn auch Lockhart besiegt? Eines Tages werde ich mir etwas Eigenes wünschen. Ob Lockhart wohl den Ruhm einheimsen wollte, falls das Böse wirklich einmal vernichtet wird? Es geht doch nicht, wirklich nichts über den Funkenschimmer von 1000 Wünschen. Ich frage mich, wie viele Galeonen am Grund dieses Brunnens liegen. Ich wünsche mir für Gilderoy Lockhart, dass die Welt von allem Bösen befreit wird. Wenn wir diesen Wunsch falsch formulieren, könnte das katastrophale Folgen haben. Und warum wünscht sich Penny das Hindernis für Lockhart? Die hat doch gar nichts damit zu tun. Ich liebe den Klang von Münzen, die in das Wasser purzeln. Ja, das verstehe ich. Ich frage mich, wie viele Wünsche an diesem Brunnen gewünscht wurden. So viele sind sie jetzt nicht, aber ja. Ich versuche es, sie mal zu finden. Also, hier habe ich einen Wunsch. 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 Wo war jetzt die? Oh, perfekt. Sehr schön. Hervorragend. Ich wünsche mir, dass Lockhart in Flourish and Bloods so richtig gute Laune hat. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, haben wir der Welt der magischen Menschen einen großen Dienst getan. Dies ist eine ziemlich noble Geste von Lockhart. Wir können unmöglich die Ersten sein, die sich wünschen, dass die Welt von allem Bösen befreit wird. Lockhart und ich haben den gleichen Wunsch. Eines Tages werde ich mir etwas Eigenes wünschen. Ob Lockhart wohl den Ruhm einheimsen würde? Auf jeden Fall heimse ich mir hier 200 Münzen ein. Ach ja, und der Frau Helfi, weil die zu blöd dafür ist, ja? Ganz unauffällig. Wingardium Leviosa. Lass uns herausfinden, ob sich die Menschen schon auf Lockharts Besuch bei Flourish and Bloods freuen. Mir ist nicht aufgefallen, wie viele davon regelmäßig vorbeifliegen. In diesem Memo wird Lockhart einen Kredit für die Vermarktung seiner eigenen Serie von Halfling-Produkten verweigert.
Die hier scheinen nicht geordnet zu sein. Das sollte eine magische Sportart sein. Das ist eine Aufgabe für die Zentralverwaltung, richtig? Es ist also nichts verdächtig dran. Hier bitte ist jemand Lockhart um sein Autogramm und um eine Haarlocke. Ich muss darauf achten, dass mich die Ministeriumsmitarbeiter nicht dabei sehen, wenn ich sie fange. In diesem Memo wird vor etwas gewarnt, aber ich lasse dich mal deine Arbeit tun, ich will ja nicht stören. Ich muss dieses Memo abfangen. Oh nein, hoffentlich wird es funktionieren. Und go! Und ich hab's geschafft. Und da geht's schon wieder hoch. Und ja, wahrscheinlich sollte ich mich einfach anpassen. Lockharts Ankunft scheint mit großer Spannung erwartet zu werden. Ob Lockhart wohl wirklich seine ganze Fanpost selbst beantwortet? Ich kann nur hoffen, dass ich wegen meiner Modedesigns irgendwann ebenfalls Fanpost bekomme. Berühmtheit muss wohl zu kleinen Teilen aufregend und anstrengend sein. Einige davon enthalten sehr persönliche Informationen. In diesem Memo wird davor gewarnt, dass Flourish und Plot voll sein könnte. Naja. Das hier muss ich neu falten. Ob ich das hinkriege? Ich glaube, ich hab's geschafft. Und damit habe ich, glaube ich, alle Aufgaben abgeschlossen. Da ist der letzte Stempel und ob Lockhart, Vialanelle jetzt wohl zufrieden sein wird. Die Arme, sie hat ja ihren großen Tag noch vor sich, der wird anstrengend. Du hast alle Forderungen von Mr. Lockhart auf hervorragende Art und Weise erfüllt. Er müsste jetzt ausreichend zufrieden sein. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Das wird das heißeste Event der literarischen Welt. Alles, was Rang und Namen hat, wird sich um einen Platz in meinem Laden reißen. Das klingt ja aufregend. Und da du bei der Planung dieser Veranstaltung eine dermaßen gewichtige Rolle gespielt hast, möchte ich dir eine VIP-Eintrittskarte schenken. Yay, das heißt, ich bin dabei, wenn Jenny das Tagebuch bekommt. Das ist ja nett. Vielen Dank. Also, in der Theorie müsste ich jetzt also erstmal noch die Sorfe erkunden und bei Gringles vorbeischauen. Aber ich habe auf Insta schon gesehen, dass das teilebekannte Neben-Event zum Riesenkraken jetzt bald kommt. Das heißt, bevor das Event kommt, werde ich hoffentlich erstmal wieder viele Energiepunkte sammeln. Und zwar für die Folge hier. Arrivederci, tschüss, over and out.